Hallo Community und herzlich willkommen heute für euch hier der neueste Makita Bluetooth Lautsprecher, der DMR203, also die dritte Generation hier von Makita. Dieser Bluetooth Lautsprecher hat auf jeden Fall einige Neuerungen erfahren, doch wie gut ist der, das möchte ich mir zusammen heute mit euch im Video anschauen. Würde ich sagen, bevor es losgeht, falls noch nicht geschehen, dann auf jeden Fall diesen Kanal noch schnell abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deine Unterstützung und damit los geht's nach dem Intro. Ja, ich glaube Anfang, Mitte 2018 habe ich hier schon einmal die erste Version von den Makita Bluetooth Lautsprechern vorgestellt und zwar den DMR200. Das ist mittlerweile auch schon wieder 3 Jahre her, also die Zeit rennt hier wirklich und dieser Kanal ist wirklich zu einer genialen Community zusammengewachsen. Also ich freue mich hier jedes Mal für euch ein neues Video aufzunehmen. Aber nun zurück zum eigentlichen Lautsprecher. Wie gesagt, das ist hier der DMR203, also die dritte Generation von den Makita Bluetooth Lautsprechern. Von außen eigentlich noch gar keine Neuerung sichtbar, doch dieser hat auf jeden Fall hier einiges zu bieten. Deswegen würde ich sagen, wechseln wir hier gleich einmal in den Lieferumfang und wollen schauen, was es hier eventuell noch dazu gibt. Zum einen gibt es natürlich ganz oben hier die Bedienungsanleitung für den Bluetooth Lautsprecher, auch hier in mehreren Sprachen. Des Weiteren hier der Bluetooth-Lautsprecher DMR203 und mehr befindet sich dann aber auch schon nicht im Karton. Denn um Platz zu sparen, befindet sich hier auf der Rückseite, dafür müssen wir einmal den Akkuschacht öffnen, ein weiterer Karton mit Lieferumfang. Und zwar befindet sich hier drin, einige wissen es wahrscheinlich schon, das Netzteil. Das war's, mehr gibt es nicht dazu, reicht aber auch vollkommen aus, denn mehr benötigt man hier gar nicht. Tja, von außen der erste Blick bzw. der erste Gedanke könnte man sich denken, es handelt sich ja hierbei um die alte Version, also optisch hat sich hier wirklich nicht allzu viel verändert. Wir haben hier immer noch diese typische Würfelbauweise, natürlich dann auch in dem Makita-Farbton bzw. auch hier ringsherum überall diese Kunststoffpolster. Durch diese starken und dicken Gummistücke hier an der Seite wird einfach verhindert, dass, wenn der Bluetooth-Lautsprecher abstürzen sollte, dann entsprechend auch gegen den Sturz mehr oder weniger geschützt ist. Im Gegensatz zu den Gummikanten hier vorne bestehen die hinteren jedoch nicht aus Gummi, sondern aus Hartkunststoff, also Polypropylen. Ansonsten ist der Bluetooth-Lautsprecher aber immer noch sehr hochwertig und Makita-typisch verarbeitet, bedeutet hier wirklich sehr hochwertige Materialien bzw. die Kanten und Übergänge sind auch alle im Grunde schön sauber. Also erster Eindruck auf jeden Fall sehr, sehr gut. Da sich von der Größe hier bei dem portablen Bluetooth-Speaker auch nicht viel geändert hat, denke ich einmal, dass das Gewicht hier ebenfalls identisch ist. Wollen wir mal schauen, was er denn hier wirklich wiegt. Und man sieht, in der Solo-Version sind es 2700 Gramm plus dann hier noch den 5-Ampere-Stunden-Akku. Wenn man eine gewisse Laufzeit haben möchte, sind es immerhin 3350 Gramm. Also im Grunde für einen Bluetooth-Lautsprecher dieser Größe eigentlich nicht allzu schlecht. Zum Tragen bzw. Transportieren, ihr habt es schon gesehen, hier auf der Oberseite ein gummierter Handgriff, fühlt sich wirklich sehr, sehr angenehm und rutschfest an, bedeutet, man kann hier den Bluetooth-Lautsprecher relativ angenehm mit sich herumtragen. Des Weiteren ist dieser Handgriff hier auch klappbar, wie bei den älteren Versionen, dadurch ist der Lautsprecher natürlich besser verstaubar. Sobald der Handgriff dann hier nach oben geklappt ist, können wir hier entsprechend diese Abdeckung öffnen. Dazu befindet sich hier auf der Oberseite ein großer Hebel. Und damit kann man hier entsprechend die Akkuabdeckung öffnen. Wenn ich mich einmal daran erinnere, es sieht wirklich fast genauso aus wie die alte Version. Bedeutet, wir haben hier links den Akkuschacht für die 18, aber auch 14,4 Volt Akkus. Und dann hier rechts der zweite Akkuschacht für die 10,8 und 12 Volt Max Akkus. Angegebene Akkulaufzeit mit diesem 18 Volt 5 Ampere Stunden Akku sind es stolze 26 Stunden im Bluetooth-Modus. Finde ich schon ehrlich gesagt etwas heftig, aber ich denke mal, dass hier realistisch 15 Stunden sind auf mittlerer Lautstärke im Bluetooth-Modus. Wenn wir dann hier an der Klappe einmal etwas genauer hinschauen, sehen wir äußerlich hier sogar eine Gummidichtung. Bedeutet, der Bluetooth-Lautsprecher ist mehr oder weniger gegen äußere Einflüsse, also Wasser und Staub, geschützt. Genauer gesagt ist dieser Bluetooth-Lautsprecher IP65 zertifiziert, bedeutet einmal staubgeschützt und natürlich gegen gerichtetes Wasser, also zum Beispiel ein Wasserstrahl. Bedeutet, wenn der Bluetooth-Lautsprecher dann hier einmal nass werden sollte, ist das gar kein Problem.
Was gibt es hier auf der Rückseite noch zu sehen? Genau, ganz hier unten der Schacht für euer Smartphone. Kann man hier also entsprechend gleich ziemlich gut mit verstauen. Und ihr seht, hier passen auch ziemlich große Handys rein. Und damit die teuren Dinge auch ja keinen Kratzer nehmen, befindet sich hier unten noch eine Schaumstoffeinlage. Mehr gibt es dann auf der Rückseite nicht zu sehen, der Rest befindet sich hier auf der linken Seite. Genau wie zuvor gibt es auch hier wieder drei Gummiabdeckungen, wo sich die Anschlüsse drunter verbergen. Zum einen handelt es sich hierbei um einen USB-Anschluss mit 5 Volt und 2,1 Ampere, bedeutet, ihr könnt hier euer Smartphone noch unterwegs schnell laden. Ein Eingang für USB-Sticks, zum Beispiel zum Übertragen von Musik, gibt es, soweit ich weiß, hier auch nicht, bedeutet, dies ist ebenfalls ein reiner Ladeport. Dann ein AUX-In, bedeutet, wer hier kein Bluetooth verwenden möchte, kann entsprechend auch hierüber Musik einspielen. Und dann zuletzt hier ein 12 Volt Gleichstromeingang, also wie vorhin schon gezeigt, für das Netzteil, für kontinuierlichen Betrieb. Und die letzte Möglichkeit, diesen Bluetooth-Lautsprecher hier mit Musik zu befeuern, ist natürlich das Bluetooth. Und zwar besitzt dieser hier Bluetooth 5.0. Dadurch ist es nämlich möglich, über längere Distanz Musik abspielen zu können. Dies habe ich, glaube ich, schon einmal bei dem DMR 115 getestet. Falls du dieses Video noch nicht gesehen hast, dann schau es dir auf jeden Fall noch einmal an. Entsprechend haben wir auch hier bei diesem Bluetooth-Lautsprecher eine relativ große Reichweite, und zwar von ca. 30 Metern. Zum Kontrollieren und Einstellen des Bluetooth-Lautsprechers finden wir hingegen hier auf der Oberseite die Kontrolleinheit mit Display. Die verbauten Knöpfe sind eigentlich ziemlich selbsterklärend, hier On-Off, dann der Equalizer, Bluetooth, Titel zurück, Pause, Titel weiter oder auch Vorspulen, links, rechts, plus Pair, das ist ein neues Feature, was dieser Bluetooth-Lautsprecher hier besitzt, und dann leiser bzw. lauter. Des Weiteren erkennen wir hier schon beim Aktivieren, der Bluetooth-Lautsprecher besitzt ein neues Farbdisplay. Es ist zwar, wie man erkennen kann, relativ klein, aber trotzdem ziemlich übersichtlich. Wem hingegen die Musik aktuell nicht gefällt, kann auch, wie gesagt, hier durch den Equalizer-Button den Klang ändern. Bedeutet, es gibt hier unterschiedliche vorgefertigte Equalizer, zum Beispiel Jazz, Rock, Classic oder Pop, beziehungsweise kann man natürlich auch den Klang selbst einstellen, sprich Bass, Mitten und Höhen. Die Bluetooth-Verbindung ist ebenfalls sehr, sehr simpel, also hier einfach Bluetooth an eurem Smartphone aktivieren, dann warten, bis das DMR 203 auftaucht, draufdrücken und anschließend fragt er, ob die Kopplung stattfinden soll. Und ihr habt nun gesehen, beziehungsweise eigentlich besser gehört, der Bluetooth-Lautsprecher ist nun mit dem Smartphone verbunden. Also wirklich genauso leicht wie bei dem DMR 115. Dann die weiteren Knöpfe hier zurück, Pause, weiter, leiser und lauter, braucht man, glaube ich, auch nicht sagen. Es gibt bei der Lautstärke hingegen hier 25 Stufen und ihr seht, die Zahl ist sehr, sehr schön groß, bedeutet problemlos erkennbar. Was man hingegen nicht allzu gut erkennt, weil es einfach extrem klein geschrieben ist, ist hier unten der Titel. Also bedeutet, wenn ihr hier irgendwas über Bluetooth abspielt, wird hier unten immer noch der Bluetooth-Titel angezeigt. Was hingegen den neuen DMR 203 ausmacht, ist das True Wireless Stereo. Man sieht es hier wirklich auf jeder Seite. Und wofür steht dies? Naja, für das Pairen bzw. Connecten von mehreren DMR 203. Bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei habe, kann ich einen rechts und einen links den gleichen Song spielen lassen. Und deswegen, wenn ich diese beiden DMR 203 dann miteinander verbunden habe, habe ich hier entsprechend dieses True Wireless Stereo. Wie viele von den DMR 203 man miteinander wirklich genau verbinden kann, kann ich euch aus dem Stegreif hier leider nicht sagen. Aber ich habe schon mal einen Post gesehen, wo jemand wirklich 20 von diesen hier miteinander verbunden hatte. Und ich glaube, dies reicht eigentlich auch für den Normalverbraucher aus. Voraussetzung dafür, erstens, man muss natürlich genügend Geld haben. Und zweitens, es sind mindestens zwei von diesem DMR 203 nötig. Bedeutet, die Verbindung mit dem DMR 202 oder dem DMR 200 sind entsprechend nicht möglich. Sollte man hingegen mehrere Bluetooth-Lautsprecher hier miteinander verbinden wollen, ist dies ebenfalls sehr, sehr einfach. Bedeutet, man muss hier natürlich im Bluetooth-Modus sein. Dann klickt man hier Plus und Pair. Beziehungsweise sieht dann hier, es steht ST Pair, bedeutet, der Bluetooth-Lautsprecher sucht nun eine Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Lautsprecher. Und sobald die beiden Lautsprecher dann miteinander verbunden sind, könnt ihr hier auch rechts-links wählen. Bedeutet also wirklich direktes Stereo. Zeigen kann ich euch dies so leider ja nicht, da ich hier wie gesagt nur einen besitze, aber ich glaube, es gibt hier auch schon in mehreren Sprachen Videos, wo dann hier wirklich mehrere von den DMR 203 miteinander verbunden wurden. Viel wichtiger ist aber natürlich hier der Klang, denn hier spielt ja die Musik.
Dabei finden wir auch hier, wie bei den vorherigen Versionen, einen Hauptlautsprecher mit 100 mm Durchmesser bzw. dann hier einen kleinen Hochtöner. Die Ausgangsleistung des Verstärkers beträgt in diesem Fall hingegen auf 18 Volt maximal 10 Watt. Würde ich sagen, gehen wir also nun nach draußen und hören uns einmal die Soundqualität des DMR-203 an. Okay, also ein paar Sounderfahrungen habt ihr hier schon mit dem DMR-203 machen können. Da ich jedoch nicht das Nonplusultra Mikrofon besitze, ist es hier auf jeden Fall nötig, noch ein paar Worte zu sagen, so wie ich den Sound vor Ort empfunden habe. Zuallererst einmal, es ist auf jeden Fall empfehlenswert, den Lautsprecher draußen zu benutzen, denn hier ist der Sound einerseits ausgeglichener und satter. In Innenräumen hingegen klingt der DMR-203 meiner Meinung nach etwas blechern. Draußen hingegen konnte ich dies so nicht feststellen, hier ist der Sound meiner Meinung nach in Ordnung und ich würde diesen mit einer Note von 2,3 bewerten. Die Höhen sind auf jeden Fall in Ordnung, genauso wie die Mitten. Der Bass ist natürlich nicht allzu viel da, da wir hier kein extra Subwoofer haben. Auf jeden Fall im Großen und Ganzen ein akzeptables Klangbild. Wem dies jedoch nicht gefällt, kann es natürlich auch durch die Equalizer anpassen. Einen klangmäßigen Unterschied zu den vorherigen Modellen würde ich hier nicht unbedingt vermerken. Dennoch, man kann den Bluetooth-Lautsprecher natürlich nicht mit dem DMR-115 vergleichen, denn hier haben wir noch einen extra Subwoofer, geschweige denn mit einer Bose-Anlage, denn es ist hier natürlich nur ein kleiner Bluetooth-Lautsprecher. In Ordnung, somit würde ich mich auch schon hier verabschieden und möchte gar nicht weiter stören. Also wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig es gerne mit einem Daumen nach oben. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!